Zugriff gewährt. Okay. Captain nach dem jüngsten. Okay, warte mal, wer spricht hier? Joseph Manderly. Captain, nach dem jüngsten Zwischenfall bei Seraph Industries wurde die Leiche eines nicht identifizierten männlichen Terroristen in ihre Leichenhalle gebracht. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass die besagte Leiche gemäß der ergänzenden Homeland Security Acts aus dem Jahr 2012 als ultraviolett klassifiziert wurde. Unter Berufung auf Artikel 7 Abschnitt 3 darf der Leichnam unter keinen Umständen in das städtische Leichenhaus überführt werden. Sie sind also bis zum Eintreffen meiner Leute für ihn verantwortlich. Unter Berufung auf Abschnitt 4 ist allen Mitarbeitern der Sicherheitsstufe Blau oder niedriger der Zugang in den Keller hiermit untersagt. Der Gerichtsmediziner kann natürlich bleiben, allerdings darf er keine... Ich wiederhole, keine Autopsie der Leiche vornehmen. Diese Maßnahmen bleiben in Kraft, bis ich sie wieder aufhebe. Danke für Ihr Verständnis. Captain, angesichts der angespannten Situation raten wir Ihnen dringend, die Ermittlungen im Fall TA00514 hinsichtlich des Terroranschlags auf Seraph Industries umgehend einzustellen. Unseres Erachtens sind die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung absolut zufriedenstellend. Ich habe bereits einen staatlich bestellten Gerichtsmediziner mit der Autopsie der Opfer beauftragt. Dies ist eine kritische Situation und wir müssen sämtliche Informationen so weit wie möglich unter Verschluss halten. Ich bin sicher, Ihnen ist klar, was für ein PR-Albtraum dieses Zwischenfall ist und werden umgehend entsprechend handeln. Ziehen Sie Ihre Männer bis heute Abend von dem Fall ab. Joseph Manderly, Berater des stellvertretenden Verwalters Nationale Bereitschaft. Sir, ich wurde heute zum zweiten Mal in diesem Jahr nach einem Angriff auf Seraph Industries an der Ausübung meiner Pflicht gehindert. Sollten Zweifel an meiner Kompetenz, meiner Diskretion oder meiner Arbeitsweise bestehen, bitte ich Sie, mir dies umgehend mitzuteilen. Ich denke, Sie schulden mir eine Erklärung. Dr. Gerald Campbell. Säcke, okay. Merkmale, Hispano, fallendes linkes Auge. Bla 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 bla, Angriff auf Zivilisten, Verletzte. Anführer einer Augmentierungsfeil, bla. Alles nice to know. Schade, ich dachte, der Code wäre im Computer. Oh. Zugriff verweigert. Das ist die Stelle. Was war das gerade? Alarmiert, aber reinkommen sie trotzdem nicht. Ups. Oh Mann. Zugriff gewährt. Okay, danke. Mehr wollte ich auch gar nicht. Bleiben Sie stehen! Der Bereich ist gesperrt! Ich hab gedacht, Thank you.
Los, laden! Auf den Boden! Schockgranate. Oh, fail. Herrlich. Such lieber die Gegend an. Wo bin ich? Ah, fuck. Nein. Oh, damn. Ah, gut, wenigstens kann ich mich jetzt ein bisschen geschickter anstellen dabei. Da. Ah. Okay, hier drin war ich schon. Ah, und dann habe ich es hier versaut. Gut. Zugriff gewährt. So, diesmal, ups, ohne Probleme. Spuren verwischen. Und weiter geht's. Okay, ich brauche besseres Hacken.
Mann, der Radiosprecher klingt wie Doug Heffernan aus King of Queens. Zugriff gewährt. Neugierig. Oh, das gefällt mir. Schon interessant zu wissen, was das ist. Okay, dann braucht es wirklich zu viel Platz. Na, gehen wir weiter. Oh. Ich tue jetzt entweder etwas sehr Raffiniertes oder etwas extrem Dummes. Oh, 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 Scheiße. Oh, 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 hoppala. Oh. Ich wollte doch eigentlich. Warum? Ich dachte, H wäre. Ich bin verwirrt. So. Was zum Teufel machen Sie hier drin?
Welcher sind Sie? Der gute oder der böse Cop? Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Sir? Nee, ich komme selbst klar. Oh Mann. Was mache ich hier nur? Hier alarmiert. Wir haben nicht ihn gehört. Stehen bleiben! Ich hole Hilfe! Ich bin sicher, er war hier. Wo bin ich? Was zur Hölle ist hier passiert? Are you serious? Was ist passiert? Ist die Stelle. Weitersuchen! Hier ist ihr... You must be fucking kidding me! Was zum Teufel war das? Yo, dog, I heard you like cops. Damn! Ja, das frage ich mich gerade auch. Was zum Teufel war das?